Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin der Eddie. Und als allererstes haue ich mir mal ein kleines Kartoffelchen zwischen die Kiemen. Und der Jürgen hat mir geschrieben, dass es auch eine Möglichkeit wäre, den Eingang auf 2 Breite zu verkleinern und dafür dieses Fenster hier an der Ecke um eins größer zu machen. Ich habe mir das gerade mal kurz angesehen. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so blöd. Und deshalb probieren wir das jetzt mal aus. Wir klopfen das raus. Dann haben wir nämlich zwei, haben wir gesagt. Das muss dann auch noch weg, oder? Setzen wir hier den drauf. So, da brauchen wir ein bisschen Sand. Ist das richtig? Ich glaube ja, sieht gut aus, oder? Passt, sitzt und hat Luft. So. Diesen hier, dann noch mal ein bisschen Zaun da reinklopfen. Fertig. Ja, nicht ganz fertig, weil wir müssen ja noch das hier rausnehmen. So. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt könnte man hier die Wand schließen und den Eingang direkt gegenüber machen. Das war ja da das letzte Mal so meine Intention, dass ich gesagt habe, soll ich die jetzt zumachen oder ich kann die immer noch schließen, dass ich gesagt habe, das macht ja keinen Sinn eigentlich, die Türe direkt gegenüber zu machen, weil es ja sowieso nicht die direkte Verlängerung ist. Jetzt ist sie es wieder. Die Frage ist jetzt nur, man könnte hier das rausmachen und das überlege ich mir noch, um diese Schmiede dahin zu machen, um diese Schmiede dann dahin zu machen. Ich klopf noch ein paar Bäume ab in der heutigen Folge, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Holz.
Den da hinten habe ich nicht genommen, weil ich den ganz nett finde. Den da. Oder meint er, da wächst noch ein besserer? Sollen wir es mal probieren? Einer, der vielleicht einen kleinen Ticken höher ist. Ja klar, Eddie, klick immer einzeln da drauf. Warum nicht? Zaun. Zaun. Holz. Ich kann nicht, wie viel ich noch brauche. Da haben wir mal die Setzlinge. Da rein. Und dann schauen wir noch, ob da weitere Setzlinge runtergefallen sind. Ups, das war nicht die. Absicht dahinter. Ist, wie groß machen wir dann die Oberlichter? Ums Regen ist es jetzt nicht aufgegangen. Schauen wir mal das an, wie ich das drüben habe. Dass ich mir das ein bisschen in Erinnerung rufe. 6 Stück. Und 3. Müssen wir mal schauen, ob das wieder so geht. So ungefähr. 6 und 3. Wie war denn das mit Knöpfen? Das ist natürlich viel zu wenig. Wir kriegen aus einem solchen dicken Ding nur einen Knopf raus. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig. Da brauchen wir auch wieder 6 Stücke. Was ist denn da los? Warum wird denn das schon wieder dunkel? Das ist aber jetzt schnell vergangen, die Zeit. Muss ich sagen. Ich saus mal schnell hier durch. Den einsammeln und hier nichts mehr. Doch. Einer. Schlaf mal eine Runde. Boah, ist das dunkel. Na ja, gut. Wird wohl daran liegen, dass Nacht ist.
schon wieder hell. Schade, dass wenn man die Nacht schläft. Entschuldigung, warte. Es tut mir leid. Aber ich glaube, meine Autokorrektur regelt es ein bisschen runter, dass ihr nicht hier den extremsten Herzinfarkt immer bekommt. Ist hier tatsächlich ja weiter. Das ist natürlich jetzt nicht genau das, was meinem Sinn für ihr wisst schon Bescheid, für diese Symmetrie immer auf beiden Seiten entgegenkommt. Aber da müssen wir jetzt durch. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert, wenn ich hier 1, 2, 3, zack, was hier passiert. Können wir das so machen? Müssen wir hier hinten auch noch einen machen oder? Wir schauen mal schnell. Eins, zwei, drei. Wenn ich da plus zwei mache und mache den zwei groß, dass das ein Quadrat gibt. Für den hinteren Bereich. Oder wir machen hinten gar nichts und lassen das als letztes. Aber man kann es so schon auch machen, denke ich. Mist. Jetzt nur nicht runterfallen, sonst muss ich wieder einen abbauen. Mit meinem Talent ist das nicht das erste Mal. So. Ich habe das nämlich erst in den Kommentaren gelesen. Ich hatte ja mal so, sag mal, nicht ganz so schönen Kommentare oder einen wenigstens von so einem, naja. Was macht man hier? Nix. Hab ich nee, hab ich nicht.
noch Holz. Ja, ich hatte mal so Kommentare von einem darunter. Der hat geschrieben, ich Depp ja auch überhaupt nichts können. Ja, gut, da hat er vielleicht nicht ganz unrecht manchmal. Wie man hier wieder schön sieht. Aber der hatte da andere Sachen, wo er andere Leute beleidigt hat noch. Und das konnte ich damals so nicht stehen lassen. Jedenfalls hat das jetzt erst aktuell wieder jemand gefragt, was denn da damals war. Ich habe das natürlich dann beantwortet. Aber es war jedenfalls interessant, weil ich musste dann schmunzeln, weil eben damals der Kommentar unter meinen Videos stand und ich den eben beantworten musste und dann natürlich in meiner freundlichen Art geschrieben habe, dass das also, ja, dass ich mich bedanke bei ihm für seine konstruktive Kritik. Halt, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja noch ein paar Knöpfe machen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch brauche. Ich mache mal nicht allzu viele. Habe ich die wieder alle übrig. Hier mache ich mal zwei hin. Ich weiß gar nicht, ob ich das drüben auch so habe. Eins, zwei. Zwei fehlen noch. Haben wir gleich, machen wir morgen. So, und dann brauchen wir ja noch 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okay. Da kommen wir nicht weit. Paar Setzlinge, ein paar Stöckchen. Hier ist auch schon wieder was gewachsen. Schön. Dann nehmen wir den hier noch raus. Small one. Darum musste ich jetzt gerade lachen, wo ich eben hier runtergefallen bin oder nicht runtergefallen bin oder mich immer verbaue oder sonst was. Dann muss ich dann nochmal an diese Kommentare denken. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Da komme ich nicht drum herum. Ich muss also ein paar von diesen schöneren Bäumen hier auch abbauen. Schauen wir gleich mal nach. Wie viel brauche ich denn eigentlich? 6, 12, 18, 24, 32, 36, 36 so Dinger. Das gibt, sagen wir, 32. Vierunddreißig, 36, oder? Passt es? Die bauen wir
Haben wir die drüben auch so nach unten versetzt oder sind die da oben? Also an der oberen Kante angesetzt. Ich weiß es gar nicht. Weil von oben ist es hübsch, wenn das da dran ist. Mal ein bisschen einen schöneren Shape quasi. Werde mal kurz ein Nickerchen machen, bevor wir hier wieder Überraschungen kriegen. Grünlicher Art. So. Machen wir noch ein bisschen Licht. Das andere machen wir mit Innenbeleuchtung. Und durch diese Ding können auch, wenn wir hier drin, dann. Wieso habe ich jetzt zwei übrig? Zählen war natürlich immer schon meine Stärke. Anscheinend. Wie war das vorhin? Der kann ja nichts. Dinge, wenn wir hier mal einsammeln, das können wir. Die Geräusche finde ich jetzt nicht wirklich erquickend, direkt hier neben unserem Ding. Da kriege ich fast immer einen Herzinfarkt. Habe ich Gieß? Nein. Ist hier was? Nee, ich wollte gerade sagen, ob hier schon was gewachsen ist. Nein. Und ich denke, wir sollten auch mehr oder weniger zügig dann hier unten mal diese Verbindung schaffen. Sonst vergesse ich das wieder. So wie ich mich kenne. Und schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich würde jedenfalls mal einstweilen mich von euch verabschieden für diese Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und wie immer wünsche ich euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr guckt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Eddie.